In den Gebeten zu Pessach wird Pessach als das Fest unserer Freiheit bezeichnet. Ist das aber wirklich so? Ist Pessach nicht bloß der Übergang von der Knechtschaft des Pharaos zur Knechtschaft Gottes? Als religiöser Jude hat man viele Pflichten Gott gegenüber. Tatsächlich aber bedeutet Freiheit nicht, dass man das tun kann, wonach einem ist. Freiheit bedeutet, dass man dem Ausdruck gibt, was man wirklich ist. Deshalb ist Freiheit etwas Relatives. Für eine Pflanze bedeutet Freiheit, wachsen zu können. Doch für ein Tier reicht das nicht aus. Es braucht auch Bewegungsfreiheit. Für den Menschen hingegen bedeutet Freiheit, seinen Verstand gebrauchen zu können. Denn dadurch drückt er sein Menschsein aus. Als Gott uns aus Ägypten geführt hat, macht er uns zu Juden, indem er uns seine Gebote gegeben hat. Das Erfüllen der Gebote ist somit keine Last für uns, sondern unser Bedürfnis, der reine Ausdruck von dem, was wir wirklich sind. Und das bedeutet Freiheit, seinem wahren Ich Ausdruck zu geben. Shabbat Shalom und Chag Sameach.